Die Erde. Ein Planet, der seit Beginn seiner Existenz vor rund 4,6 Milliarden Jahren viele Veränderungen durchlebt hat. Gerade die Erdoberfläche hat sich durch die Plattentektonik stark verändert. Doch nicht alle dieser Veränderungen sind natürlichen Ursprungs. Seit einigen Jahrhunderten helfen wir Menschen durch unsere Industrie, durch unsere Schadstoffe und durch den von uns produzierten Müll, das Klima zu verändern. Die Erde ist in den letzten 10 Jahren um ein ganzes Grad wärmer geworden, von durchschnittlich 15 Grad auf 16 Grad Celsius. Doch was bedeutet das? In der Antarktis beträgt die durchschnittliche Temperatur minus 35 Grad. Nein, Moment. Minus 34 Grad. Müssen wir uns wegen dieses einen Grades Sorgen machen, dass die Eisbären ertrinken? Müssen wir uns Sorgen machen, dass Holland unter Wasser steht? Keineswegs. Dennoch gibt es eine Prognose für 2100. Weltweiter Anstieg des Meeresspiegels um 1,5 Meter. Wie das kommt? Ganz einfach. Das Klima hat sich erwärmt und wird sich auch weiter erwärmen. So haben wir im Jahre 2100 einen Temperaturanstieg von 8 Grad Celsius zu verzeichnen. Nahezu irrelevant für die Polkappen, fatal für das Grönlandeis. Denn Grönland ist zu 80% mit Eis bedeckt und hat jetzt eine Durchschnittstemperatur von minus 5,6 Grad Celsius. Und das Eis schmilzt bereits. In 100 Jahren haben wir dort 2,4 Grad Celsius und so gut wie gar kein Eis mehr. Allerdings ist Grönland dann schön grün. Und wie an der Ostsee? Nun, wir haben einen neuen Wasserstand. Der Rostocker Stadthafen braucht in 40 Jahren ein neues Hafenbecken, denn der Meeresspiegel ist gestiegen. Das ist natürlich keine langfristige Lösung und sehr kostenintensiv, denn die Temperatur wird auch weiterhin steigen. Und es erhitzt sich nicht nur die Erdatmosphäre, sondern auch das Wasser. Und die Erhitzung des Wassers ist fatal für die Polkappen, denn ein Eisberg schwimmt nun mal im Wasser. Außerhalb des Wassers ist es schön kalt, um die minus 30 Grad. Allerdings hat das Wasser 4 Grad Celsius und wenn sich die Erdoberfläche erhöht, erhöht sich natürlich auch die Temperatur des Wassers und der Eisberg schmilzt. Warmes Wasser schmilzt allerdings nicht nur Eisberge, sondern ist auch ein toller Herd für Bakterien und Viren aller Art. Gerade an der Ostsee ist das ein Problem, denn durch die geografische Lage erhitzt sich dieses Gewässer fast 7-mal schneller als andere Meere. So wird das Urlaubsziel Warnemünde in einigen Jahrzehnten als ungesund oder sogar gesundheitsgefährdend gelten. Durch den Temperaturanstieg des Wassers werden die Eisberge abschmelzen und Pinguine und Eisbären werden keinen Lebensraum mehr haben und müssen ertrinken und sterben aus. Die Hansestadt Rostock ist nun eine Erinnerung, der man nachgehen kann, wenn man in einem Café in Dortmund sitzt, auf den Hafen schaut und darauf wartet, dass die Schiffe ein- und auslaufen.
Man kann am Strand von Leipzig sitzen und an London denken, an den Big Ben, dessen Spitze noch nicht mal aus dem Wasser herausragt, an Hamburg, an Holland oder an Dänemark. Nun, vielleicht kann die Meerjungfrau von Kopenhagen ja wirklich schwimmen. Auch Berlin wird zu größten Teilen unter Wasser stehen. Und Rostock? Die Hansestadt Rostock wird fast 100 Meter unter dem Meeresspiegel liegen, wenn die Welt kein Eis mehr kennt.